steht nur Mist in der Zeitung mal wieder. Nur Bullshit, Alter, hinten und vorne. Ah, was haben wir hier? Podolski macht seinen Dönerladen auf in Berlin. Kreuzberg. Mutig. Den checken wir jetzt mal aus. Los geht's. Oha, wir sind ganz hinten an der Schlange angekommen. Was glaubst du, wie lange musst du noch warten heute? Locker eine Stunde. Was sagst du? Ja. Eine Stunde noch? Ja. Würdet ihr noch eine Stunde jetzt hier warten? Ja, auf jeden Fall. Oh, bestimmt 2-3 Stunden, sage ich mal. Aber zieht ihr durch, ja? Ja, ja, safe. Deine Freundin ist mit dabei? Nein, nur eine beste Freundin. Ach, beste Freundin. Ah, beste Freundin. So. Kann man ja dann zusammen Döner essen gehen, war schön mit Zwiebeln, ja, und Knoblauch. Ja, okay. Also willst du quasi nur einen Döner auf Nacken haben? Ja, auf Nacken, nicht wirklich auf Nacken nur, sondern mit meinen Kollegen hier einfach einen Döner essen von Lukas Podolski. Ist schon was Kleines Besonderes. Okay. Auch ein internationaler Star, deswegen. Glaubst du, der Döner wird sich hier halten? Schwer. Berliner Döner ist echt. Ja, safe. Ich denke mal auf jeden Fall ein Jahr und danach muss man schauen, wie er halt ankommt bei den Berlinern. Ne? Ja, die meisten Fußballfans werden ja auch herkommen, einfach nur weil die Fußballfans von ihnen sind und nicht Dönerliebhaber. Oh, Kölner hier. Ah. Ja. Bist du aber Berliner? Oder bist ja. Du? Oh. Nein. Also bist du auch so Fußballfans? Ja, ein bisschen, ganz bisschen. Du. Ganz nicht ganz starker. Ganz bisschen. Vermisst du ihn in der Nationalmannschaft? Oder safe, 100%. Ich bin sehr interessiert daran, den mal zu testen, weil mein Favorite ist so Hakiki, also eher so Hackfleischdöner. Wo esst ihr normalerweise euren Döner, wenn ihr Döner essen geht? Yorkstraße. Aber hab jetzt immer hier. Hakiki. Ah, gut. Welcher Hakiki? Oslo. Ah. Rüyam. Rüyam. Ja. Also so ein Chicken Döner. Ja, genau. Ja. Hakiki ist gut, aber sonst Rüyam. So, meine Schleckermäuschen. Wie der Dönergott es so wollte, sind wir noch an einen Podolski-Döner rangekommen. Ein Kollege, der heißt auch Jan. Er hat uns den irgendwie zukommen lassen. Connections, vielen lieben Dank, Gruß gehen raus. Ja, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal abgebissen. Gerade war hier noch das Sat1-Kamerateam da und ich musste natürlich für die auch ein paar Mal abbeißen. Den Döner auf. Dann würde ich gerne noch ein Bild von mit dem Daumen hoch, Mitte oder runter machen, je nachdem, was du denkst. Sehr schön. Mein erster Eindruck ist, ja, ist okay. So ein ganz okay. Also es ist nicht so wow, 10 Pfund, 10 Döner. Ganz ehrlich, Leute, also wahrscheinlich, ich sag mal, drückt mir mein Auge zu, weil Hype ist. Alle voll, der Dönermann, der schneidet wie eine Maschine. Wahrscheinlich rotzen die hin so. Man muss dir vielleicht nochmal eine Chance geben, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Das Fleisch ist, was kostet der eigentlich? 8 Euro, ne? Also für 8 Euro wird er es hart haben, ganz ehrlich. Also das einzige Alleinstellungsmerkmal von diesem Döner ist dieses Hausbrot. Das sieht ganz gut aus. Hier haben wir sogar schwarzen Sesam drauf. Schwarzen Sesam und weißen Sesam. Und das erinnert mich so von der Konsistenz so ein bisschen an Poacha, ne? Aber das ist beim Essen zu... Man beißt. Hier haben wir mal Knoblauch und scharfe Soße. Die scharfe Soße ist auch sehr süß, also das gleiche Spiel. Ja, haben wir schön Ketchup und Mayo-Soßen. Aber mehr auch nicht. Ich sage ja immer, so ein perfekter Standarddöner hat eine 8,0. Ne? Aber das schafft er nicht. Hier hast du jetzt wieder das Thema, es ist zwar Hausbrot und es schmeckt an sich ganz gut, aber in diesem Döner-Kontext weiß ich nicht, ist nicht meins. Da bin ich eher so ein Pide-Fan, ganz traditionell, weil Pide gibt nochmal so einen extra Geschmack. Hier das Brot schmeckt so langweilig, ganz ehrlich, ganz langweilig. Also das wäre für mich eigentlich eine 6,9, 7,0. Weil das Brot noch hausgebacken ist, bla bla pipapo, und wir mal ein bisschen Lukas Podolski nicht so böse sein wollen und Auge auf sie machen, geben wir ihnen eine 7,5 von 10, aber mit ganz viel Auge zugedrückt. Mit nur ein Weltmeister ist ganz viel Auge zugedrückt, 7,5 Lukas.
Ich bin nicht ganz überzeugt. Und ich prophezeie, er wird es hart haben hier. Weil heute ist Hype, in 2 Monaten sieht es ganz anders aus. Dann werden die Berliner kommen und sagen 8 Euro. Ich weiß nicht, er wird es hart haben. Ich wünsche ihm alles Gute, ich wünsche ihm viel Erfolg. Aber ich bin da skeptisch. Hier gibt es zu viel Qualität in der Gegend. Wer sich ins Haifischbecken traut, der muss auch damit rechnen, dass er geschnappt wird. Und ich glaube, hier wird er geschnappt. Schnapp, schnapp, Lukas. Rennen, schnapp, schnapp. Nein, alles Gute weiterhin. Cool, dass du hier in Berlin Laden aufmachst, aber du wirst auf jeden Fall hart haben. Für alle Berliner, gönnt euch, überzeugt euch mal selbst. Ich bin nicht ganz so überzeugt, also schade eigentlich, ne, wie ich so immer schon sage. Aber dafür 8 Euro auszugeben, nee, Mann, lass mal. Die Tomaten sind frisch. Na, die Tomaten sind auch nicht so geil. Guck mal, die ist ein bisschen so orange, so. Die ist okay. Zwiebeln, die haben gar keine Gurken drin, ne? In seinem Döner sind keine Gurken drin. Fällt mir jetzt mal auf. Ja, vielleicht hat er ohne Gurken bestellt. Ja. Ich glaube, die haben Salat komplett gemacht. Also es ist nichts Besonderes, ganz ehrlich. Ich bin nicht begeistert, aber... Ja... Also jetzt nur wegen dem Brot dann 1 Euro mehr zahlen und für den Namen, lass mal. Aber so ist es halt. Bis dahin, gönnt euch, wenn ihr euch gönnen wollt. Ansonsten haut da rein, bis zum nächsten Mal, Mensch, lecker Mensch.